Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal Heinz Gaming. Schön, dass ihr an diesem tollen Sonntag wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um den dritten Teil meiner Anno 1800 Serie bezüglich der Arbeiterproduktionslayouts gehen. Also die Produktionsgebäude, die man mit der Arbeiterstufe bekommt. Wie kann ich die in ein vernünftiges Layout bringen? Und das gucken wir uns heute einerseits für eine Early Game Fassung an. Also wie baue ich mein allererstes Brotlayout, sobald ich die Arbeiterstufe erreicht habe. Und wir schauen uns aber auch an, wie kann ich das mit Hilfe des DLC Reiche Ernte dann im Late Game optimieren mit den Traktoren und der Treibstoffproduktion und wie funktioniert das Ganze eigentlich. Bevor wir jetzt aber so richtig durchstarten, wenn du neu auf meinem Kanal bist, noch ganz schnell bitte unten auf die Schaltfläche abonnieren klicken und auch die Glocke aktivieren, damit du in Zukunft keins meiner Videos mehr verpasst. Und jetzt geht's los, wir steigen ein mit dem Early Game Layout. So, wie ihr mittlerweile wisst, bin ich ja totaler Fan von symmetrischen und rechteckigen Layouts und dementsprechend wird auch das hier wieder sehr, sehr symmetrisch werden. Schauen wir uns zunächst an, was wir eigentlich brauchen. Dreistufiger Produktionsprozess, Getreidefarm haben wir haben die Mühle und wir haben die Bäckerei. Die Getreidefarm produziert jede Minute ein Getreide, die Mühle kann aber alle 30 Sekunden eins verarbeiten. Das heißt, wir brauchen zwei Getreidefarmen für eine Mühle. Die Bäckerei wiederum hat eine Produktionszeit von einer Minute, also brauchen wir da auch wieder zwei. Wir kommen also auf zwei Farmen, eine Mühle und zwei Bäckereien für die allererste Produktion. Man kann das Ganze natürlich auch größer mit größeren Layouts anlegen und sagen, ich will direkt eine doppelte Produktion mit vier Getreidefarmen, zwei Mühlen etc. Wir gehen aber jetzt mal davon aus, wir haben gerade die Arbeiter erreicht und wollen die Brotproduktion ans Laufen kriegen und bauen erstmal so eine kleine Produktion auf eben meine Early-Game-Produktion. Und dann sieht das Ganze so aus, dass wir mit dem Warenhaus anfangen, setzen das hier so hin und umrunden das bitte einmal hier so schön mit Straße und machen hier vorne noch eine kleine Ausfahrt dran, ja, damit man da rauskommt. Und dann ist das Erste, was ich baue, die beiden Getreidefarmen. Und die setze ich bündig mit dem Lagerhaus hier so hin. Eins links, eins rechts. Das Tolle ist, die Bäckerei hat genau die gleiche Grundfläche und kann deswegen genau bündig darüber gesetzt werden. Die Mühle, die müssen wir einmal drehen, so, dass die eben hochkant steht und dann haben wir direkt daneben Platz für die Handelskammer, die ich einfach rumdrehe, weil ich die so viel schöner finde, so. So, das ist schon mal die grundsätzliche Gebäudeordnung, die wir benutzen wollen. Naja, und jetzt geht's halt los und wir müssen die Felder setzen für die Getreidefarm und die setzen wir hier an der Außenseite um vier nach außen erstmal, damit wir so ein bisschen den Bereich abstecken, ja, den wir gleich nutzen wollen. Jetzt können wir das schon mal auffüllen bis hier unten sozusagen. Nee, das war's noch nicht. Dass wir eben wirklich gleich auch rechteckig mit dem Layout hier rauskommen, also einmal auffüllen. So. Und dann ist ganz wichtig, weil das Lagerhaus ja 5 breit ist, bleibt hier oben jetzt gleich genau auf Höhe der Handwerkskammer, auch der Handelskammer, bleibt genau eine Bahn erstmal frei. Ja, das heißt, wir lassen diese Bahn frei, ziehen das bis hier hoch und achten darauf, dass das auch hier rechteckig ist. Also nicht die kleine Ecke, die hier kurz bei mir erschienen ist, oben mitbauen. Und das gleiche auf der anderen Seite dann auch. Wie gesagt, eins freilassen hier. So. Oh, jetzt habe ich hier allerdings natürlich die ganze Ecke vergessen. Die nehmen wir noch mit. So, und jetzt haben wir auf beider Seite 141 Felder. Das heißt, jeder braucht noch drei. Und das Tolle ist, das sind genau die drei, die hier in der Mitte jetzt noch frei sind. Ne, wir müssen bei der anderen bauen. Da, so. Und dann hat man ein super effizientes, rechteckiges Layout. Wir haben Zugang mit den Straßen, jeder zu jedem. Also jede Bäckerei kann zu der Mühle. Die Mühle kann zu jeder der Getreidefarm direkt fahren. Und wenn wir Überschüsse haben, können wir die ins Lagerhaus dementsprechend bringen. Die Handelskammer hat alle Gebäude hier im Umkreis. Also das ist mein Early-Game-Layout, wie ich es ganz, ganz zu Beginn der Arbeiterklasse immer baue. So, wie am Anfang versprochen, möchte ich aber jetzt natürlich auch noch auf den DLC Reiche Ernte zu sprechen kommen und wie dieser die Brotproduktion beeinflussen kann. Und das ist nämlich so, ihr könnt nicht nur bei der Arbeiterklasse dann eure ganzen Tierzuchten mit Silos ausstatten durch den DLC Reiche Ernte und diese mit Getreide oder Mais beliefern, je nachdem auf welcher Welt ihr euch gerade befindet. Nein, ihr könnt auch bei den ganzen Farmen, also sei es eine Paprikafarm, sei es die Getreidefarm, sei es Hopfen, ne, also alles wo auf Farmen was hergestellt wird, die könnt ihr auch mit dem DLC Reiche Ernte beeinflussen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar geht das Ganze, sobald ihr die ersten Ingenieure erreicht habt, ja, weil dann seid ihr in der Lage, hier Öl zu fördern, also eine Ölraffinerie aufzubauen mit einem kleinen Ölhafen und ein Kraftwerk zu bauen. Und wenn ihr dann eine bestimmte Anzahl von Ingenieuren, ich glaube es sind 500, erreicht, dann könnt ihr hier den Tankhof in der Treibstoffproduktion bauen. Das wird euch dann freigeschaltet. Und das ist eben das Interessante, irgendwo den Tankhof hingesetzt, auch mit der Schiene verbunden, sodass der mit Öl beliefert werden kann. Und schon kann man hier bei den
Getreidefarm, um die es ja jetzt gehen soll hier in der Brotproduktion, auf einmal die Traktorscheune freischalten und entsprechend bauen. Und die passt hier so wunderbar direkt daneben. Ja, also die passt in dieses Layout eigentlich wunderbar rein. Das heißt, ich baue die definitiv immer direkt daneben. Jawohl, ich habe eine Traktorscheune gebaut, klasse. Und jetzt ist es so, dass nämlich die Felder, wir können jetzt auch mehr Felder bauen, 216, weil man mit Traktoren natürlich mehrere Felder dann bestellen kann. Und jetzt kann ich einfach die Felder hier schön so rechteckig, na, hochziehen, wenn ich das möchte. Wie man das dann genau baut jetzt mit den Feldern, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Denn grundsätzlich, ich zeige euch das gleich mal, weil das jetzt hier bei meiner ursprünglichen Getreideproduktion, die ich jetzt nicht nur hier für das Video gerade aufbaue, gemacht habe. So. 216 von 216 Feldern kriegt man also genau rechteckig hier dann so hin. Das Ganze hier vorne mit einer Straße, dann entsprechend mit eurem Tankhof irgendwo verbunden und dann passt das Ganze. Übrigens, ein Tankhof kann 20 Traktorscheunen beliefern. Ja? Also sobald ihr 20 solcher Traktorscheunen habt und die in Reichweite des Tankhofes sind, ist der ausgelastet und dann bräuchtet ihr wieder einen neuen Tankhof, der dann entsprechend das Benzin oder den Treibstoff produziert. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier hoch zu meiner anderen Getreideproduktion, was ich meinte mit den Feldern. Also es ist natürlich so, dass ihr jetzt nicht mehr so fertige Layouts baut mit Getreidefarm und dann eine Bäckerei und eine Mühle und das alles integriert, so wie wir uns das gerade beim Early Game angeschaut haben. Ich sage euch auch warum, weil es ist natürlich perspektivisch jetzt viel interessanter, die Bäckerei beispielsweise in die Nähe eines Elektrizitätswerkes zu bauen. Denn, wie man hier sehen kann, könnt ihr die Produktion der Bäckerei durch ein E-Werk pushen. Das heißt, setze ich also die Bäckerei zum Beispiel hier hinten hin, ja, wo ich meine Elektrizität habe, zack, greift das direkt hier und wir haben eine erhöhte Produktion und das ist natürlich viel, viel sinnvoller, als das alles in ein Layout zu quetschen, ne? Und für jede Brotproduktion ein Kraftwerk zu bauen, macht ja gar keinen Sinn. Und dann ist es eben so, wenn ihr jetzt sowieso schon die Getreidefelder trennt von den Bäckereien und den Mühlen, dann bin ich immer ein Freund davon, diese Getreidefarm irgendwo hinzubauen. Naja, wo man vielleicht nicht mehr so unbedingt rechteckige Layouts bauen kann, wie zum Beispiel hier, ne? Wenn ihr so große Berge bei euch auf der Insel habt oder auch Seen oder Flüsse oder solche Dinge, dann kann man nämlich mit Feldern immer wunderbar hier diese Dinge auffüllen, wo man sonst vielleicht gar keine Layouts mehr unterbekommen würde. Und deswegen bietet es sich einfach an, die Farmen dann mit der Scheune, mit der Traktorscheune natürlich, zu trennen. Ja, so würde das dann aussehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch mal einen Daumen hoch. Ich freue mich auch auf eure Kommentare, was ihr zu meinen Layouts sagt oder ob ihr noch bessere Layouts habt. Natürlich kann man hier mit den Traktorscheunen und Farmen jetzt die wildesten Layouts mit ganz, ganz vielen Farmen und Scheunen dementsprechend aufbauen. Das soll aber jetzt erstmal nicht Teil hier unseres Videos sein. Macht's gut, bis nächsten Sonntag. Da geht es dann weiter mit den Produktionslayouts der Luxusgüter der Arbeiterklasse. Das schauen wir uns auch noch an. Also beispielsweise, wie produziere ich am besten Bier? Kriege ich da auch irgendwie ein Layout hin? Das gibt's dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Gaming Heinz.